Ja, hallo und willkommen zurück zu Siberia. Wir waren ja das letzte Mal stehen geblieben in der Manufaktur und haben da uns ein bisschen umgesehen. Und wo ist mein Spielstand? Oh mein Gott, mein alter Spielstand ist weg. Ja, auf jeden Fall waren wir ja da stehen geblieben in der Manufaktur und haben uns da umgesehen. Denn wir sollten ja ein Stück finden für den Notar und ein paar Informationen. Aber tja, wir haben ein Problem. Unser Spielstand ist leider nicht mehr da. Das heißt im Endeffekt, wobei ich auch sagen muss, ja gut, die alte Grafik war sowieso nicht so gerade wunderschön. Deswegen würde ich sagen, fangen wir wohl oder übel ein neues Spielchen an und ja, fangen einfach nochmal von neu an mit einer besseren Grafik und besserer Sound und voilà die Lehen, die französische Alpen. Ist zwar jetzt natürlich ein bisschen schade, dass der alte Spielstand nicht mehr da ist, aber okay, so können wir eben einfach nochmal von neu anfangen und dann wird das natürlich mit der Grafik auch besser sein. Von daher machen wir halt auch nochmal Siberia nochmal von neu. Es waren ja nur 3 Videos, also von daher ist es dann nicht so tragisch, dass dann der alte Spielstand dann verschwunden ist. Also von daher ist es dann wirklich nicht so tragisch. Dann fangen wir einfach noch mal kurz von neu an. Dann passt das ja auch. So. Wunderschöne Beerdigung, ja. Ja, dann also noch mal kurz zur Information für alle auch, wo neu dazu gekommen sind. Wir spielen eine Rechtsanwältin, Kate Walker, und wir sind auf der Suche nach einem Erben von der Spielzeugfabrik und unsere Aufgabe besteht es, diesen Erben zu suchen. Und alles weitere wird sich natürlich im Laufe des Spieles dann aufklären. Und so, da sind wir. Und niemand zu Hause. Gucken wir uns einfach mal ein bisschen um. Auf jeden Fall, ja, das Spiel ist natürlich schon ein bisschen älter. Einige werden es, denke ich mal, auch kennen. Aber ich habe mir einfach mal gedacht, weil... Zeig mal. Nee, ganz schwer. Arbeit von Momo. Ganz schwer. Wo ich dann halt stehen geblieben bin, habe ich gedacht, da muss man jetzt einfach mal mit dem Spiel auch weitermachen. Denn wenn ich jetzt The Forest vor euch spiele, habe ich mir vorgenommen, auch der Siberia weiterzuspielen. Und ich selber habe es zwar schon mal durchgespielt, aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Und dann verbindet sich das ja jetzt wunderbar mit The Forest und dann auch Siberia und das dritte Spiel, The Long Dark, später. Da haben wir also wirklich 3 schöne Spiele, wo für jeden Geschmack ein bisschen was dabei ist. So. Du heißt Momo? Ich bin Kate. Momo macht wie Hans vermacht. Hans? Nicht Momo stören. Arbeit von Momo. Ganz schwer. Zeigst du mir dein Bild? Nee, nicht fertig. Geh weg. Du heißt Momo? Ich bin Kate. Momo macht wie Hans vermacht. Okay. Hans? Ja, haben wir schon. Zeigst du mir dann? So. Nee. Jetzt, ja, wir haben es doch schon. Okay, gut. Dann lasse ich dich jetzt arbeiten. Jo, dann fangen wir einfach nochmal mit dem Spiel an. So, dann haben wir hier noch eine Information gehabt über Baladilane. Lesen da mal ein bisschen. Jo, Hauptstadt des mechanischen Spielzeugs. Willkommen in Baladilane. So, lesen könnt ihr ja das dann auch. So, technische Perfektion. Auf jeden Fall auch ein wirklich sehr schönes Spiel mit einer richtig schönen Grafik, kann man sagen. Also von daher
für die damalige Zeit kann man da wirklich also dann nichts sagen. Und natürlich der zweite Teil, also da haben sie sich damals auch sehr übertroffen. Also das wird auch dann noch, was ich für euch Let's Playen werde, dann der zweite Teil. Denn wenn man den ersten Teil hat, dann hat man natürlich auch den zweiten Teil, wenn einem das Spiel gefällt. Und deswegen, also nach Siberia, werden wir dann auch noch Siberia 2 spielen. Und dann haben wir auf jeden Fall wirklich eine gute Beschäftigung mit Forest, Siberia und ja, The Long Dark. Ich komme ja schon. So. Guten Tag. Guten Tag, gnädiges Fräulein. Meine Firma hat für mich ein Zimmer reserviert auf den Namen Walker. Anwaltskanzlei Marson & Lormond. Für Kate Walker. Fräulein Walker, natürlich. Sie haben das Zimmer Nummer 6 in der ersten Etage. Danke. Guten Tag. Mein Name ist... Aber... Ich werde mir jetzt mein Zimmer ansehen. Ganz wie Sie wünschen, Fräulein Walker. So. Dann holen wir unseren Koffer und gehen nach oben. Ja, wie ich gerade dann so schön noch gesagt habe, natürlich ist er zu schwer, wir können ihn nicht tragen. Teil 2. Und dann haben wir Guten die Tag. Spiele auch mal durch. Guten Tag, gnädiges Fräulein. Hilfe. Würden Sie mir bitte meinen Koffer nach oben bringen? Entschuldigen Sie bitte dieses Versäumnis, Fräulein Walker. Aber man hat so wenig Kunden, dass man darüber vergisst, was ich gehört. Also Sie sind die Amerikanerin. Dann stimmt es wohl, was man erzählt. Sie kommen, um die Fabrik zu kaufen? Keine Fabrik. Haus von Anna. Haus von Hans. Wie bitte? Willst du wohl deinen Mund halten, du böser Junge? Ah, unsere kleine Stadt hat sicher keinen sehr guten Eindruck auf Sie gemacht. Wissen Sie, heute ist ein Trauertag. Anna Vorarlberg wurde beerdigt. Momo traurig, aber Hans nicht tot. Hans weit weg. Anna gesagt, Momo. Anna, Momo sehr lieb haben. Jetzt ist genug, Momo. Wirst du wohl aufhören, die Dame zu belästigen? Verschwinde jetzt, nur weg mit dir. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Fräulein Anna. Ein großer Verlust für Valadilen. Wirklich. Noch dazu, wo jetzt, da sie tot ist, auch die Fabrik geschlossen wird. Aber deshalb sind Sie ja hier, nicht wahr? Unser Schicksal liegt in Ihren Händen. Anna? Anna Vorarlberg? Ist tot? Das ist Ihr Zimmer. Wir hoffen, dass es Ihnen gefällt, Frau Walker. So, wir lassen Sie sich jetzt erst einmal ausruhen. Sie werden viel Arbeit haben. Wissen Sie, für uns wäre der Aufkauf der Fabrik eine gute Sache. Das brächte wieder ein wenig Leben in unser Tal. Ach ja, Sie hätten Valadilen einmal früher erleben sollen. Das war schon was. Aus aller Welt kamen die Leute, um die Vorarlberg-Automaten zu kaufen. Oh, sehen Sie, man hat einen Brief für Sie hinterlegt. Wenn Sie irgendwas brauchen, wir sind immer ganz in der Nähe, Frau Walker. Gut, dann haben wir das auch nochmal mit durchgespielt. Ich würde aber einfach mal sagen, dann spiele ich mal schnell, dass wir dann da an der Stelle weiterspielen, wo wir aufgehört haben. Machen wir kurz ein bisschen alles im Schnelldurchlauf. Und dann rufen wir unseren Chef gleich mal an. Und mal gucken, was der noch dazu sagt. Büro Send. Marson & Lormond, guten Tag. Ich hätte gern Herrn Marson gesprochen. Kate Walker am Apparat. Einen Moment bitte. Hallo, Kate. Na, erzählen Sie mal, wie läuft unser Geschäft? Ich bin in Valadilen angekommen.
Da ist eine kleine Sache dazwischen gekommen, fürchte ich. Frau Vorarlberg ist gestorben. Das ist bedauerlich. Aber wir hatten diese traurige Eventualität ja schon eingeplant. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es keinen Erben. Ja, das stimmt. Aber... Wo ist denn das Problem, Kate? Wenden Sie sich einfach direkt an Ihren Notar. Ich sage der Sekretärin, sie soll Ihnen seine Adresse und einen erklärenden Brief der Kanzlei faxen. Ja, gut, Herr Maaßen. Gut, ich muss auflegen, Kate. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ich... Gut, dann machen wir das jetzt nun mit dem Notar, wie es ja im zweiten Video dann damals gewesen war, wo wir dann dem Notar das vorgelegt haben, den Brief, und dann haben wir ja erfahren, dass es doch noch einen Erben gibt, und zwar den Hans, und dann sind wir ja dann auch nochmal in der Manufaktur, und dann sind wir eigentlich schon da, wo wir eigentlich auch das letzte Mal aufgehört haben, also von daher nicht ganz so tragisch, dass hier uns der Spielstand verloren ging. Und dann, wie gesagt, ist es auch schön, dann nochmal das sich anzuschauen. Ich bin es noch einmal. Fräulein Walker? So, unsere Mission. Könnten Sie mal nachsehen, ob zufällig ein Fax für mich gekommen ist? Kann sein, und zwar so, als hätten wir das Gerät gehört. Würden Sie bitte einmal nachsehen? Aber natürlich, Fräulein Walker. Vielen Dank. Ja. So, das war das. Danke. Nichts zu danken. Jetzt würde ich sagen, bevor wir das hier nochmal alles durchmachen. Ich werde mich mal ein wenig in Valadilane umsehen. Bis später. Ganz wie Sie wünschen, Fräulein Walker. Es wird die ganzen Informationen nochmal durchmachen, brauchen wir nicht. Das war ja noch alles in den anderen, in den alten Videos verzeichnet. Also von daher machen wir das direkt mit dem Notar. Und dann in der Manufaktur. Und dann passt das auch. So. Das, was der Junge vorhin noch gefallen lassen hat an der Information im Empfang, das brauchen wir natürlich nachher noch, das heben wir dann auch auf, aber wir müssen ja sowieso dann nochmal, glaube ich, zurück gleich, von daher passt es dann, dann nehmen wir es da noch mit und tun das jetzt alles nochmal schnell. So, jetzt nehmen wir den Brief, Fax, so. Achso, ja, genau. Erstmal das in der Mitte. So. So, das überspringe ich jetzt auch einmal ganz schnell. Das mit dem Notar werde ich jetzt auch nochmal ganz schnell alles überspringen, dass wir da nicht nochmal alles hören, uns anhören müssen, denn wir wissen ja, es gibt einen Erben, den Hans, den sollen wir finden. Und das werden wir auch natürlich auf dieser Reise tun. Guten Tag, Herr Notar. Fräulein. Ja, ich überspringe das jetzt mal alles, dass wir dann wirklich dann auch dann da noch hinkommen, wo wir aufgehört haben. Ich denke, Sie wissen. Ich tue. Na, wir müssen uns das reinziehen. Ich denke, Sie wissen, in welcher Angelegenheit ich zu Ihnen komme. Natürlich, ich habe Sie schon erwartet. Aber wir machen trotzdem abkürzend die Mission. Walker, ich fürchte, dass der Verkauf der Manufaktur Vorarlberg komplizierter sein wird als geplant. Aber die Parteien hatten sich doch... Ich verstehe, es gibt einen Erben. Was sagen Sie? Glauben Sie mir, So. Da steht es jetzt im... Sehr geehrter Herr Arf, er konnte es nicht... Also gut. ...dem Brief... So. Also da wissen wir es auch nochmal. Frau Alberg hat keine... Also... Und was soll ich... Vielleicht erfahren. Auf Wiedersehen, Herr Affold. So, dann gucken wir jetzt...
uns schnell in der Manufaktur noch um und dann sind wir schon wieder da, wo wir auch aufgehört haben. So schnell kann es gehen, jo. Dazu brauchen wir ja noch den Schlüssel. Da haben wir damals auch ein bisschen länger gesucht. Der war nämlich hier am Schirm. So, dann gehen wir jetzt schnell in die Manufaktur. Und dann sind wir schon da, wo wir auch dann das letzte Video gemacht haben. Von daher passt es dann auch wieder. Und dann kann die Sache auch... Hat, das war nix. So, ja. Genau. Jetzt ist erstmal sehr schön dunkel. Okay. Ja, dieses Spiel... So, jetzt hoffe ich mal gleich, dass hier wieder alles besser ist. Ja. Hallo? Denn, lang an... Ja? Denn? Ja, ja. Ist mal schon alles. So. Dann, ja. Gucken wir mal kurz. Dann stecken wir den Schlüssel rein. Ziehen auf und gehen rein. So. In der Manufaktur mussten wir, glaube ich, diesen Oscar in Betrieb nehmen, wenn ich es noch recht in Erinnerung habe. Und haben uns dann im Büro noch umgeschaut, wo dann noch diese Statue ist, wo wir mitnehmen müssen. Die wir dann auch später, glaube ich, für den Zug brauchen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, dann ist man doch wirklich wieder da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Dann passt es doch eigentlich auch wunderbar. Dann würde ich auch sagen, gehen wir direkt als erstes ins Büro. Gucken uns da alles an. So, Büro, Büro. Und müssen natürlich nachher noch die ganzen Dings dann aktivieren. Die Maschinen. Also, jetzt gucken wir erstmal auf den Tisch. So. Dann, das hier war der Zug. Hallo? War da sonst nichts mehr? Nee, da. Ich hab gedacht, da war noch irgendwie ein Scheck oder sowas, wo es dann hieß, dass es Schulden wäre. Ach ja, da, genau. So. Dann haben wir das auch. Dann gucken wir jetzt hier schnell rein. Da war doch auch irgendwas, was wir machen mussten. Naja, das Geheimnis wird man erst später erfahren, irgendwie. Ich glaube, war das erst, dass man dann noch mit dem Oscar da reden muss. Und dann kann man hier das öffnen. Also machen wir das auch noch schnell. Ja, super, klasse. Fantastisch. So. Dann gehen wir hier weiter. Ja, hallo, ich bin in... Ja, das wissen wir noch alles. Das mit dem Oscar brauchen wir auch nicht so lange reden, das wissen wir ja auch noch. Dass er sein Bein braucht. So, dann holen wir ihn gleich mal runter.
Gut, dann werden wir jetzt gleich mit dem Oskar noch reden und sein Bein dann herstellen und dann sehen wir uns gleich im zweiten Video. Da werden wir dann den Rest in der Manufaktur voll erledigen und dann sind wir wirklich dann da, wo wir auch das letzte Mal stehen geblieben sind. Diesmal werde ich das auch noch wirklich speichern, dass wir da auf Nummer sicher gehen können. Neuer Stand. So, also dann sage ich mal bis gleich im zweiten Video und dann sind wir dann auch wirklich da, wo wir stehen geblieben sind. Bis dann, tschüss.